Heute bin ich wieder mit einem Objektiv unterwegs. Das ist das Canon Fisheye 15mm Blende 2.8. Einige Leute werden sich vielleicht wundern, warum ich das schon als Vintage-Objektiv verkaufe, weil das gab es noch bis 2011 zu kaufen. Dann hat Canon die Produktion eingestellt. Jetzt gibt es nur noch gebraucht. Aber es wurde schon 1987 erstmals vorgestellt und das ist über 30 Jahre her. Insofern muss man sagen, die Konstruktion ist auf jeden Fall Vintage. Es ist einer der ersten EF-Objektive, also Canon-Objektive mit Autofokus. Davor gab es das nicht, davor gab es nur manuelle Objektive. Ich werde das jetzt mal vors Fahrrad schnallen und damit eine kleine Radtour durch Berlin machen. Und dann schauen wir mal, wie das aussieht. Zu den technischen Daten, wir haben 15mm Brennweite, das ist extremer Weitwinkel. Was noch dazu kommt, ist die Fisheye-Perspektive, das heißt, dass die Perspektive einen ganz breiten Winkel hat, nämlich 180 Grad. Das heißt, von hier bis da ist alles im Bild. Und das ist schon ziemlich krass, das führt auch dazu, dass wenn man die Linse nicht völlig gerade hält, dass sich die Ränder, also der Horizont, entweder nach oben oder nach unten verbiegt, je nachdem, ob man das Objektiv hoch oder runter hält. Das Objektiv ist klein, 6,2 cm und relativ leicht, ungefähr 330 Gramm. Und deshalb kann man das eigentlich immer dabei haben. Und ich habe es bei den meisten Konzerten, wo ich bin, immer dabei, weil da kann man auch direkt vor der Bühne so ziemlich die gesamte Bühne mit drauf kriegen. Das ist sehr praktisch. Wir haben eine Naheinstellgrenze von 20 cm. Das ist ziemlich nah dran, fast schon wie bei einer Makrolinse. Und das ist auch nicht so, sondern es ist so, denn diese 20 cm sind nicht Abstand vom Objekt, sondern der Abstand vom Kamerasensor. Das heißt 20 minus 6,2, das heißt 14 cm können wir rangehen und das ist einfach irre nah. Trotzdem ist das Objekt, was wir dann aufnehmen, nicht nah dran, sondern es wirkt trotzdem so, als wäre man einen Meter oder zwei Meter weit weg, wegen diesem extrem breiten Bildwinkel. Thank you.
Objektiv ist für Vollformatsensoren gerechnet und macht nicht wirklich Sinn an Crop-Sensoren, weil da dieser extreme Bildwinkel, den man haben will, dann gleich wieder beschnitten wird. Es hat einen extrem guten Ruf. Es gilt als schärfer als die entsprechenden Linsen seinerzeit von Nikon und Sigma, die es gab. Insofern ist es immer noch ein sehr beliebtes Objektiv. Was noch dazu kommt, ist, dass Canon das nie wirklich ersetzt hat. Canon kam danach mit einem Fisheye-Zoom raus, das hat aber nur Blende 4. Und das ist schon ein großer Unterschied. Deswegen immer noch beliebt. Das hat damals ungefähr 800 Euro neu gekostet. Jetzt legt man so ungefähr 250 bis 300 Euro dafür auf den Tisch. Nachteile: Der Fokus ist jetzt nicht der allerschnellste und er ist auch ziemlich ruckelig und er ist auch ziemlich laut. Also wenn man Videos damit dreht, dann sollte man den Ton schon extern aufnehmen, sonst hört man das auf jeden Fall.